habe mal von einem Jugendpastor dieses Beispiel gehört, dass Ostern sowas ist, wie wenn man in die Pizzeria geht und sich schön was bestellt und ein Getränk bestellt und sich den Wams voll frisst und dann am Schluss feststellt, oh shit, ich habe keine Knete dabei. Ist aber sozusagen vor dem Restaurant in Schuld geraten, müsste jetzt also, was weiß ich, zwei Nächte lang Geschirr spülen. Und dann sitzt Papa Gott da mit oder Jesus da mit am Tisch, am Pizzatisch und sagt, ich zahle für dich. Und dann ist nämlich dieser demütigende Moment, dass man das annehmen muss. Dass man sagen muss, oh ey, total nett. Und man weiß, man kann es aber nicht morgen zurückzahlen. Man kann es auch nicht übermorgen zurückzahlen. Diese Sache mit der Schuld vor Papa Gott, das ist einfach nicht eine Sache, wo ich sagen kann, du, ich trick dann daheim auf PayPal und dann hast du deine Knete für die Pizza wieder. Nämlich, das ist schon diese Sache, ich nehme Vergebung, ich nehme Schuldbefreiung an und kann es nicht selber wieder gut machen. Das ist das riesige Angebot von Ostern und das ist der Teil. Guck, jetzt haben wir wieder Sonne. Wahnsinn, das ist 4 Minuten her, da hat es gehagelt. Und das ist der Teil, der uns so furchtbar schwer fällt. Ich merke echt immer wieder, wir Gläubigen versuchen es irgendwann doch abzuarbeiten. Ja? Wir versuchen dann doch, was heißt denn da, Mäuschen, da muss ich noch mal gucken, irgendwas zu leisten, eben doch irgendwie in die Küche zu verschwinden und zu spülen. Aber nachdem wir erst das Geld genommen haben, also wir Frommen sind konstant damit beschäftigt, Papa Gott doch, oh, ich liebe das, wenn sie ihre 5 Minuten hat, oh, Papa Gott doch zu, und neben dran sitzt Fussel und schiebt so ein bisschen Eifersucht. Also, ihn doch zu imponieren, ja, irgendwie durch Leistung. Und guck mal, das ist eigentlich gerade ein super süßes Bild. Lola imponiert mir, indem sie mit mir schmust, indem sie mir mitteilt, du bist übrigens ein ganz toller Hirte und ich vertraue dir gern. Und das ist etwas, was ich super gern von meinen Ziegen höre. Auch dieses leicht eifersüchtige Gesichtchen meines Hundes. Das tut mir als Hundebesitzer schon gut, weil ich merke, oi, die wollen mich eigentlich nicht teilen. Und diese Idee, dass Papa Gott es liebt, dass wir ihn lieben, dass wir ihm mitteilen, dass wir ihn lieben, dass wir ihm mitteilen, dass wir seine Nähe schätzen, dass wir ihm mitteilen, dass wir seine Beziehung mit uns sehr kostbar finden, das ist es, was wir auf dem Heimweg von der Pizza eigentlich unserem Jesus sagen können. Ey, Jesus, du hast für mich bezahlt. Das ist echt der Hammer. Vielen herzlichen Dank. Ich bin so gern bei dir, denn du bist echt ein Gott, der mir aus der Patsche hilft. Du bist echt ein Gott, der bei mir ist, gerade wenn ich dich brauche. Du bist echt ein Gott, der mich versteht. Und du bist ein Gott, der mich befreit vor Dingen, wo ich in Sackgassen gerate, wo ich in meinem Eigensinn wirklich mir selber schade. Und da kann ich zu dir laufen und erlebe dich befreiend. Das ist Ostern und die Folge dessen. Befreit sein, fröhlich sein, Beziehung leben können, mit Papa Gott schmusen können, wie ein Schaf-Hirte mit seinem Hirten. Und nicht das Abarbeiten dessen, was Gott für uns getan hat. Und weil wir so häufig es abarbeiten, weil wir so häufig imponieren wollen mit unserer Fähigkeit, mehr zu beten, mehr zu fasten, mehr heilige Projekte zu schieben, mehr Bibel zu lesen, mehr, oh Kack, ey, voll so unattraktives Zeug, wirken wir so ätzend. Wer will denn da Christ sein? Wir sind eigentlich wie 50-Jährige, die nochmal mit dem Leistungssport anfangen. Wir wirken lachhaft. Aber das Angebot von Jesus ist, dass wir wirklich befreit, dass wir wirklich glücklich, dass wir wirklich verknallt an unserem Gott sein können. Und das ist meine Botschaft von Ostern. Und ich höre jetzt genau hier auf und drehe mich zu Lola um, weil ich da gemerkt, irgendwas war da an ihrem Fell, was nicht gut war. Und ich will jetzt wissen, ob sie da einen Schmerz hat. Denn das ist Hirte. Ich komme zweimal am Tag, was sie da und hagelt. Hirte sein ist nach seinen Tieren gucken und die Tiere sind fixiert auf mich.
Ich will auch noch mal eine Reihe zur Nachfolge machen, denn auch dazu haben wir ein völlig bescheuert abgedreht heiliges Verständnis. Möge Ostern wirken. Mögen wir uns befreien von unserem abgeknallten Gottesbild. Das wünsche ich uns. Frohe Auferstehung. Tschüss.